Die Idee war eigentlich, bei den ganzen Formaten, die wir gemacht haben, ja, eigentlich weg, fernab zu gehen von dem klassischen Theaterprogramm, weil ja auch die kleinen Theater oft in die gleiche Kerbe schlagen wie die Staatstheater, also zwar experimentell sind, aber so eigentlich die Affinität zum Fernsehen, was wir beide haben, zu Fernsehen, zu Filmformaten, haben wir nirgendwo wiedergefunden. Das Publikum, was wir ansprechen wollten, nämlich so gut wie 90% der Leute, die eben sonst eher nicht so ins Theater gehen, gucken eher Fernsehen oder Kino. Und deswegen war die Idee, eben ein Format zu nehmen, was man einfach kennt und mag. Also ich bin auch ein ganz großer Fan von Friends oder How I Met Your Mother oder so, Fernsehsitcoms einfach. Und das eben auf die Bühne zu transportieren. Also das Beste aus beiden Welten eigentlich. Herzlich willkommen. Auf welchen Nachnamen? Wie immer eigentlich, oder? Ja. Wir sind immer gewachsen an dem Prozess. Je größer geworden sind, desto mehr haben wir einfach Ahnung dazu bekommen, worauf man achten muss. Und ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass dadurch das, was wir machen, einfach eine Popularität durch alle Bevölkerungsschichten hindurch hat, hat uns niemand Steine in den Weg gelegt. Also das Einzige, womit wir wirklich Schwierigkeiten haben, ist, oder was wirklich schwierig ist, ist, dass wir einfach keine Finanzierung oder keine Kofinanzierung vom Senat bekommen, also vom Berliner Senat bekommen. Das sind die Steine, die uns in den Weg gelegt werden, weil wir wollen uns weiterentwickeln, wir haben tolle Ideen, wir wollen Stücke machen, die auch fernab vom GBSW gehen, um uns einfach weiterzuentwickeln. Und dafür ist null Potenzial da. Also die Schwierigkeiten sind wirklich Stiftungen, die uns nicht fördern, der politische Wille, der momentan gerade entsteht, aber der einfach noch nicht so hundertprozentig da ist. Also zu sehen, dass die Arbeit, die wir hier machen, wirklich eine große Arbeit ist, und dadurch, dass es halt populär ist und dass es Komödie ist, damit ecken wir halt immer wieder an, und damit haben wir in allen Foren immer wieder angeeckt. Wir finanzieren uns nur durch Einnahmen, die wir haben aus der Kantine, aus der Bar, aber eben auch aus den Eintrittsgeldern. Also das ist eine 100% Selbstfinanzierung. Ne, ob wir davon leben können, kann ich eigentlich nur so beantworten, es reicht gerade so. Also es gibt Phasen, wo ich jetzt letztendlich einen Kredit aufnehmen muss, damit ich die Gehälter finanzieren kann. Es gibt Phasen, die gut laufen, aber es gibt halt einfach auch wenig Spielraum nach oben, weil wenn voll ist, ist voll. Also die Eintrittspreise wollen wir nicht erhöhen. Es reicht so, aber es gibt auch Phasen, wo es nicht reicht, und dann muss ich halt querfinanzieren. Also auf die lange Sicht, deswegen ist auch die Unterstützung vom Senat unheimlich notwendig, dass wir irgendwo eine Sicherheit, irgendwo einen Puffer haben, wo wir sagen, wenn jetzt mal jemand krank ist, wenn wir mal sagen, wir müssen halt mal eine Woche schließen, dass das irgendwo aufgefangen werden kann. Das geht. Und wo andere wirklich 80% Spielraum haben, 90% haben wir null. Und das finde ich einfach schlecht. Also, in der Zukunft soll es so weitergehen, dass, mein großer Traum ist wirklich, das Ganze ins Fernsehen zu bringen. Da bin ich auch ganz konkret in sehr, sehr guten Verhandlungen, Daumen drücken, dass das, was wird, wirklich als Fernsehsitcom, weil es fehlt, glaube ich, in der deutschen Fernsehlandschaft, eine richtig gute Fernsehsitcom, basierend eben auf GWSW. Da bin ich dran, und dann wird es auch verschiedene Theater-Spin-offs geben, auch in anderen Städten. Wenn politische Entscheidungsträger diesen Film irgendwann in die Hände bekommen, nochmal wirklich herkommen und mal überlegen, was wir hier machen, und dass wir eben unabhängig von politischen Klientel arbeiten. Das ist ja unser Problem, es kommen ja alle zu uns. Und damit ist es nicht eine politische Zielgruppe, im Gegensatz zu anderen Theatern. Und da einfach mal zu sagen, okay, als Kulturpolitiker oder Haushaltspolitiker muss ich auch mal diese ganzen Fraktionskram und diese ganzen Sachen einfach mal hinter mir lassen und sagen, Mensch, da gehen die Leute hin, also muss ich das auch irgendwie fördern und uns die Chance geben, und das ist eigentlich der Punkt, uns die Chance geben, dass wir das noch viele Jahre weitermachen können. Ohne das wird es einfach nicht gehen, also ich bin offen.